Rechenberg Bienenmühle. Dass das Wandern nicht nur das Müllers Lust ist, wurde bei den 10. erzgebirgischen Wandertagen in Rechenberg Bienenmühle bestätigt. Denn die ca. 600 Teilnehmer werden kaum alle Müller sein oder so heißen. Bei der über 3 Tage dauernden Veranstaltung zeigte sich auch das Wetter von seiner wanderfreundlichen Seite. Gemeindeverwaltung und die flinken Knechte haben die organisatorischen Fäden gezogen. So auch am Sonntag, als man in 2 Wandergruppen unterwegs war. Zum einen mit dem Schwerpunkt Kräuter kennenlernen und zum anderen die musikalische Wanderung. Wir haben immer so Teilnehmer um die 200 Personen. Das heißt dann, dass an mehreren Punkten musikalische Einlagen geplant sind. Und dafür sorgten die Muldaer Parforce Hornbläser beim ersten Wanderstopp. Nach Großhartmannsdorf. Rollo Gebhardt, der Mann, der mit einem Segelboot 4-mal um die Welt fuhr, gastierte zu einem Vortrag über seine Reisen im Großhartmannsdorfer Rittergut. Doch vor dem Bericht über seine 2. Weltumsegelung übergab er ein Geschenk. Der Nachfahre der Familie von Karlowitz, die einst das Rittergut besaß, übergab den Großhartmannsdorfern ein Gemälde von 1740 mit dem Porträt von Karl Adolf von Karlowitz. Ja, das ist ein Gemälde eines meiner Vorfahren, die hier gelebt haben. Der Karl August, der, die, so viel ich weiß, hier die Kirche gebaut hat. Und meine Mutter hat dieses Gemälde nach dem Krieg geholt, bekommen und hat es mir dann vermacht nach ihrem Tod. Und seitdem ist es bei mir, und da ich keine Kinder habe, habe ich mir gedacht, bevor dieses Gemälde irgendwohin gerät und sich ein Unbekannter daran erfreut, sollte es doch dorthin kommen, wo es hingehört, nämlich hier nach Großhartmannsdorf. Vermutlich wurde der Virus Fernweh Rollo Gebhardt schon in die Wiege gelegt. Bereits auf einer Reise seiner Eltern erblickte er 1921 in Salzburg das Licht der Welt. Der Sohn eines Privatgelehrten verbrachte dann seine Kindheit in Oberbayern, in den Niederlanden, in der Schweiz und seinem 11. Lebensjahr in Sachsen. Mit 17 Jahren machte er am Humanistischen Gymnasium in Dresden sein Abitur und verbrachte die Ferien oft im Rittergut. Das ist live. Zu einem Abschiedskonzert der Gruppe Unschuld kamen viele Freunde der Großhartmannsdorfer Band. Frontmann Douglas Phelps wird aus beruflichen Gründen in den Norden Deutschlands ziehen. Der Mann aus Manchester prägte die Musik der Gruppe durch seine Stimme und seine selbst komponierten Lieder. Die böhmische Partnerstadt von Rechenberg-Bienenmühle veranstaltet jährlich einen historischen Markt. Erstmalig fand das Chropper Markttreiben mit 43 Kunsthandwerkern auf dem Gelände der evangelischen Kirche statt. Eine nahegelegene Wiese wurde Schauplatz eines aufwendigen Laienspieles. Die Geschichte handelt vom 30-jährigen Krieg, der in Chropp im Jahre 1618 begonnen hat. Organisator Peter Stolar hatte mit viel Mühe, Kraft und mit seinen Kollegen ein Fest aus der Taufe gehoben, welches in den nächsten Jahren noch erweitert werden soll. So gibt es Gedanken, für dieses Schauspiel Theatergruppen aus Deutschland, Dänemark und Tschechien einzuladen. Peter Stolar will die Zahl 30, abgeleitet vom 30-jährigen Krieg, nutzen, um perspektivisch mit 30 verschiedenen Ländern dieses Fest kulturell, historisch und handwerklich zu gestalten. Die Arbeitsgruppe Historisches Handwerk aus Rechenberg-Bienenmühle war an der Gestaltung des diesjährigen Festes schon beteiligt.